Ich möchte gern in Frieden mit den Calvinisten leben, aber ich kann ihre Lehren nicht als richtig anerkennen. Und deshalb kann ich diese Unterschrift nicht leisten. Das widerspricht meinem Gewissen vor Gott. Und schließlich bin ich nur Gott gegenüber verantwortlich, keinem Menschen. Ah. Trotz der schweren Lage, in der du dich befindest, bist du ein wirkliches Vorbild, Paul. Du hältst an der Wahrheit fest, egal welche Folgen es hat. Und Gott ist groß. Er führt uns. Wir wollen seinen Willen tun und ihm gehorchen. Auch wenn das herausfordernd für uns ist und wir nicht wissen, wie es enden wird. Sehr herausfordernd. Aber wir sind wirklich nur Gott gegenüber verantwortlich. Das allein zählt. Danke, dass du mich so ermutigst, Anna. Außerdem widerspricht es meinem Gelübde, der Konkordienformel, die ich zu meiner Ordination geleistet habe. Ich werde, so Gott Gnade gibt, in diesem Bekenntnis bis an mein Lebensende beständig verharren. Das bekenne und verspreche ich. Und davon weiche ich nicht ab. Ich bleibe dem lutherischen Bekenntnis treu, auch wenn manche Pfarrer schon eingebrochen sind und untreu werden. Ach, ich verabscheue diese ständigen Streitereien, Diskussionen und Debatten. Ich will mich nicht immer wieder querstellen, aber das ist wichtiger als politische Opportunität. Ich verweigere meine Unterschrift. Soll mich der Kurfürst nur entlassen! Und das tut der auch. Kurfürst Friedrich Wilhelm, dessen Lieblingslied »Befiehl du deine Wege« ist, verstößt den Dichter dieses Liedes, Paul Gerhard, im Februar 1666 und enthebt ihn seines Amtes an der St.-Nikolai-Kirche. Doch Paul Gerhard hat sich durch seine Lieder auch außerhalb Berlins großes Ansehen erworben. Und so erreichen den Kurfürsten zahlreiche Bittschriften der märkischen Landstände und Bürger, seine Entscheidung wieder zurückzunehmen. Letztlich gibt der Kurfürst dem Druck von außen nach und will Paul Gerhard wieder in sein Amt einsetzen.